Ein Tag ohne Linie. Das war das Motto des Künstlers Paul Klee. Er hat sich in seiner Kunst immer von Kindern inspirieren lassen. Sieh mal, dieses Bild könnte doch auch ein Kind gemalt haben, oder? Die Figuren auf diesem Bild erinnern an Strichmännchen, der gemalte Hintergrund an ein Schachbrennmuster. Am unteren Bildrand erkennt man vier Tiere, die ein bisschen wie Schafe aussehen. Dabei heißt das Bild doch Löwen. Man beachte sie mit Ausrufezeichen. Es könnten tatsächlich Löwen sein. Sie haben eine buschige Mähne und einen langen Schwanz. Wo kann Klee Löwen gesehen haben? Vielleicht helfen die drei Figuren hier oben im Bild weiter. Die linke Figur, eine Frau in einem kurzen Kleid, balanciert auf einem Bein. Sie sieht aus wie eine Tänzerin. Auf der rechten Seite steht ein verkleideter Mann mit einem spitzen Hut. Vielleicht ein Clown? beide zeigen auf die Gestalt zwischen ihnen. Sie steht auf dicken Beinen mit großen Füßen und reckt die Arme nach oben. Ist es ein Mensch oder ein Tier? Ein Hinweis findet sich am Kopf. Dort erkennt man eine lange Nase. Ich male aus der Erinnerung, sagte Paul Klee. Vielleicht dachte er bei der langen Nase an den Rüssel eines Elefanten. Vier Löwen, ein Elefant, eine Tänzerin und ein Clown? Sie alle gehören ja Richtig, zum Zirkus. Paul Klee liebte die Zirkuswelt. Sie erinnerte ihn an seine Kindheit. In der Schule langweilte er sich häufig und kritzelte an den Rand seiner Hefte witzige Zeichnungen vom Zirkus. Seine ältere Schwester, Mathilda, bewahrte all diese Schulhefte auf. Wie ein Jongleur konnte Klee gleichzeitig mit der rechten Hand schreiben und mit der linken Hand zeichnen. Warst du schon einmal in einem Zirkus? Da herrscht eine besondere Atmosphäre. Die Zuschauer sitzen im Kreis um die Manege, die mit Sand oder Sägespänen ausgelegt ist. Auf den Zuschauerrängen ist es dunkel und nur die Mitte wird beleuchtet. Schau mal, wie Paul Klee die Manege malt. Er hat das ganze Blatt in Karofelder eingeteilt, wie in einem Rechenheft. Die braunen und orangenen Farben in den Kästchen werden zur Mitte hin immer heller. Paul Klee zeigt uns das Scheinwerferlicht, ohne einen Scheinwerfer oder eine Lampe zu zeichnen. So kann man es auch machen. Ganz einfach. Muster wie Streifen oder Karus tauchen in den Bildern von Paul Klee immer wieder auf. Woher kommen aber die schwarzen Flecken auf den Rechtecken? Hat Klee hier beim Malen und Zeichnen nicht aufgepasst? Klee ist ein Erfinder. Er experimentierte gerne mit vielen unterschiedlichen Techniken. Du siehst hier eine Ölpause, eine Drucktechnik. Mit einem schwarz eingefärbten Blatt pauste Paul Klee eine Zeichnung auf eine Malerei durch. So kommen nicht nur die Zeichnung, sondern auch die dunklen Flecken auf das Bild. Mit der Ölpause konnte Paul Klee seine Zeichnungen kopieren und mehrfach verwenden. Ganz schön praktisch. Jetzt bist du dran. Erstelle deine eigene Ölpause. Mach's wie Paul Klee. Du brauchst einen Bleistift, einen Buntstift, ein altes Glas für Wasser, einen Pinsel, drei Bögen weißes Papier, Aquarell- oder Wasserfarbe, einen schwarzen Wachsmalstift oder Ölkreidestift und ein oder zwei Büroklammern. Beginne mit dem ersten Bogen Papier. Male mit Wasserfarbe einen farbigen Hintergrund. Es kann zum Beispiel ein Muster sein oder vielleicht eine Landschaft aus Streifen. Bemale das gesamte Blatt ohne weiße Ränder oder freie Flächen. Lege das fertige Blatt zum Trocknen beiseite. Nimm nun den zweiten Bogen Papier. Zeichne darauf mit einem Bleistift Menschen, Pflanzen oder Tiere, ganz was dir gefällt. Vielleicht zeichnest du deine Figuren in einem Schwung. Versuche doch mal, den Bleistift nicht abzusetzen und alles mit einer langen Linie zu zeichnen. Lege auch dieses Blatt zur Seite. Jetzt kommt der dritte Arbeitsschritt. Mit dem dritten weißen Bogen stellst du ein Druckpapier her. Färbe dieses Blatt komplett mit dem Wachsmal oder Ölkreidestift schwarz ein. Hier hast du viel zu tun. Gut funktioniert das Einfärben, wenn du nicht mit der Spitze des Stiftes malst, sondern mit der breiten Kante des Stiftes. So kannst du großflächiger malen. Erst wenn keine weißen Lücken mehr zu sehen sind und das Blatt wirklich ganz schwarz ist, bist du fertig. Nun legst du dein schwarzes Papier mit der schwarzen Seite auf deinen farbigen Hintergrund. Auf diese beiden Blätter kommt dann deine Zeichnung. Achte darauf, dass die drei Blätter nicht verrutschen. Du kannst sie mit einer oder zwei Büroklammern zusammenhalten. Mit einem Buntstift ziehst du alle Linien deiner Zeichnung nach. Wichtig ist, dass du beim Nachzeichnen fest aufdrückst. Hast du alles nachgezeichnet? Jetzt kannst du die beiden oberen Blätter abnehmen fertig ist deine eigene Ölpause. Deine Zeichnung kannst du immer wieder auf anderen farbigen Hintergründen verwenden, so wie Paul Klee. Viel Spaß dabei.